Und Willi. Mensch, ich bin total nervös. Ja, du, ja. Aber weißt du was, jetzt machen wir uns erstmal locker und spielen einen Klassiker von dir. Also, dass wir mal reinkommen. Gar nicht gewusst, dass ich sowas hab. Ab jetzt was dann. Ich hetze nach der Arbeit schnell in eine Metzgerei und freue mich schon auf eine kleine Riesenschweinerei. Eine Viertelstunde vor Ladenschluss komm ich da hin und stolz steh vor der Fleischwurstfachverkäuferin Isolde Scholz. Gib 17 Gramm Salami als Bestellung ab. Sie sagt jetzt, wo es um Wurst geht, dass ich mich geschnitten hab. Ja, wieso, warum? Ich hab Maschinen schon putzt, ich hab Maschinen schon putzt, ich hab vor Feierabend meine freie Zeit genutzt. Jetzt ist Maschinen schon putzt, ich hab Maschinen schon putzt. Ich krieg einen Hals, als sie mir sagt, ich hab Maschinen schon putzt. In 10 Minuten hab ich nämlich frei, ich lass mich auch auf keinen Einzelhandel ein. Der Manfred ging in Hamburg gleich mal auf die Reeperbahn. Da sah er sich zur Info ein paar leichte Frauen an. Die Olga hat's ihm angetan, doch Manfred aufgewühlt. Er zog sie geistig aus, weil er sich angezogen fühlt. Er sagt zu ihr, hey Baby, du bist heute Nacht mein Schatz. Und grad wo's um sei Wurscht geht, sagt Olga diesen Satz. Ich hab Maschinen schon putzt, ich hab Maschinen schon putzt, ich hab vor Freierabend meine freie Zeit genutzt. Jetzt ist Maschinen schon putzt, ich hab Maschinen schon putzt, ich bin schon frisch geduscht, ich bleib für heute unbeschmutzt. In 10 Minuten hab ich nämlich frei, ja bin ich blöd, da lass ich dich doch nimmer rein.